Dominik von How to be a Filmmaker und wie auch ihr euch fast 1000 Euro bei so einem neuen iMac 27 Zoll 5K sparen könnt, das zeige ich euch heute. Viel Spaß dabei! Heute kam einer unserer neuen iMacs an und ich möchte euch einfach mal zeigen, wie ihr euch fast 1000 Euro sparen könnt, indem ihr ja im Prinzip nur eine kleine Tür öffnet. So, mit dem einfachen Trick möchte ich euch zeigen, wie ihr euch fast 1000 Euro sparen könnt, weil es ist echt simpel. Und ja, wenn wir uns jetzt mal auf der Seite von dem iMac umschauen, bei der Verkaufsseite. Dort habe ich den 4,2 GHz i7 Prozessor genommen. Ganz einfach, kann man sicherlich selber auch nachrüsten. Dafür bin ich viel zu wenig Computertechniker, dass ich das machen würde. Deswegen, dort habe ich natürlich volle Packung direkt den von Apple genommen. Als internen Speicher habe ich eine 512 GB SSD. Ihr könntet auch 1 oder 2 Terabyte SSD nehmen, aber im Endeffekt, ich habe meine Daten dann alle, beziehungsweise die Schnittdaten alle auf einer externen SSD gelagert und für die Programme reichen eigentlich 500 GB locker aus. Und wenn wir jetzt zum Arbeitsspeicher kommen, dann sieht man, da schlägt Apple richtig zu, da nehmen sie 1600 Euro für 64 GB Arbeitsspeicher. Und das fand ich ein wenig sehr heftig und hatte mich dann informiert und habe gesehen, okay, den Spaß kann man super leicht, super einfach selber nachrüsten. Also habe ich diesen iMac mit dem kleinsten Arbeitsspeicher, nämlich 8 GB, bestellt. Der nächste Schritt ist relativ einfach. Ihr geht bei Amazon und sucht nach den Kriterien, die diese Arbeitsspeicher erfüllen müssen. Und das hier sind zum Beispiel meine. Die haben etwas über 600 Euro gekostet und die habe ich bestellt und habe somit 64 GB Arbeitsspeicher in dieser kleinen Verpackung. Das Wichtigste zuerst, ihr müsst den hier erstmal runterfahren. Sobald er runtergefahren ist, dann zieht er euch einfach den Strom ab und dann kann es losgehen. Da, wo der Kaltsteckeranschluss ist, ist so ein, ja, ich nenne es mal wie so ein kleiner Drücker. Ich habe es erst mit dem Finger probiert, das hat nicht geklappt. Und dann nachher mit dem Schraubenzieher, das hat dann ganz gut funktioniert. Denn wenn man dort mit etwas vorsichtiger Gewalt reindrückt, dann geht diese kleine Serviceklappe da oben auf. Und die kann man dann komplett abnehmen und dann liegen die Arbeitsspeicher auch schon frei. Man greift einfach diese zwei kleinen Spangen da oben, drückt die einmal zusammen und dann kommen einem ja, die Arbeitsspeichersticks quasi schon entgegen, also herausgefahren. So, und hier sind einfach mal 2x4 GB verbaut, das heißt also 8 GB Arbeitsspeicher. Die ziehe ich jetzt einfach heraus und ja, kann jetzt einfach meine eigenen neuen nehmen. Und kleiner Tipp, zieht sie so im Original raus und haltet mal die neuen dagegen, dass ihr wisst, wo welche Pins sind. Weil da habe ich mir ehrlich gesagt auch das mal schwer getan, weil mein Arbeitsspeicher sah von oben wie von unten eigentlich gleich aus. Aber daran konnte ich mich dann ganz gut orientieren, wie er reinkommt. So, und die vier Arbeitsspeicher steckt jetzt einfach nacheinander in die vier Steckplätze hinein. Klar, vorsichtig rangehen, aber nachher am Ende mit ein wenig Druck. Ihr merkt dann auch schon, wie das klack, also nicht so richtig klack, aber wie das dann so, ja, da quasi in den Steckplatz hineinflutscht. Und wenn ihr alle vier drin habt, dann war das eigentlich auch schon das Hexenwerk. Ihr macht die Klappe wieder zu, beziehungsweise nachher die Serviceklappe wieder drauf, stöpselt ihn an den Strom an und fahrt ihn einfach hoch. Das Hochfahren funktioniert ohne Probleme und wenn wir jetzt nochmal in der Systeminfo schauen, tada, wir haben 64 GB Arbeitsspeicher. Und wie ihr seht, könnt ihr damit ja, rund 1000 Euro sparen. Wenn ihr jetzt die alten Arbeitsspeicher verkaufen wollt, kriegt ihr vielleicht auch noch mal ein bisschen was dafür. Das heißt, ihr habt da noch mal gespart. Und jetzt der absolute Sparentipp, und ich darf immer Schwabe sagen, da ich ja im Schwabenländler aufgewachsen bin. Der absolute Sparentipp ist natürlich, wenn ihr Pressemitglied seid, könnt ihr bei einigen Händlern auch Presserabatte bekommen. Das heißt also so zwischen 8 bis 10% ungefähr. Da spart ihr euch auch noch mal ein bisschen was. Und dann ist so ein iMac vergleichsweise, gut, es ist immer noch ein sehr teures Hobby, wenn man es so nimmt, aber dann immer noch vergleichsweise sehr günstig. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne einen Daumen nach oben. Ich bin leider kein großartiger Computerspezialist, deswegen das wird wahrscheinlich so mein einziges Computervideo bleiben, wo ich mal so ein Teil auch aufmache und etwas selber dran schraube. Aber sonst bei meinem alten iMac als Beispiel, den ich hier auch noch in der Firma habe, haben wir mal eine SSD auch nachgerüstet. Da habe ich keinen Finger dran gerührt, weil da gebe ich ehrlich zu, das ist mir zu heikel. Da bin ich einfach Kameramann und Cutter. Das ist eher meine Welt. Also nochmal, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, wenn ihr Fragen habt, wie immer hier unten in die Kommentare. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.